Mit Zarok, der mal wieder Frech. vergessen hat aufzunehmen. So. Hast du gemerkt, Hat zu ich habe auch langsamer die Biss. Hotkeys umgelegt, ja? Grandios. Und ich habe heute vor, eine neue Insel zu bauen für Tiere. Ich glaube, die mache ich aber da hinten, damit das nicht so schwierig ist. Wie willst du die Tiere Die denn Tiere überhaupt da. hier hinkriegen? Ja, deshalb ersetze ich unsere Bauminsel quasi damit. Nein, das ist eine Bauminsel. Nein. Nimm doch einfach das kleine Fleck da vorne, dieser Das Strand da kleine Fleck. rechts. So. So. Warte mal, Nimm wie doch muss einfach denn da das rechts hier? diesen Strand. Nein. Warum nicht? Weil ich mir das so ausgedacht Der habe. Weil nervt da jetzt ist schon schon ein wieder. Anschluss. Wo ist denn da ein Anschluss? Da ist doch ein Anschluss. Alter. Das lieber von hier machen sollen. So, dann müssen wir das eben mit dem verbinden. Irgendwie mal schauen, wie wir das machen. Ich grab einfach Sand ab, ne? Mach das mal. Machen das wieder in dieser Aufnahmesession 2 geteilt. Erst das Bauen und anschließend erkunden wir was, weil da habe ich mir auch schon was vorgenommen. Mal schauen, ob das Ja, klappt. unter anderem die Achievements. Da hängt ja immer noch eisenfest an den Achievements. Natürlich. Werden wir auch alle bekommen. Also ich, du nicht, weil du schränkst dich ja nicht an. Wusstest du, dass man inzwischen in Minecraft fliegen kann? Aber dazu müssen wir erst den Was? Enderdrachen besiegt haben. Ja, haben wir ja gleich geschafft, das ist ja gar kein Problem. So eine Schwinge Mond? irgendwie Sonne so. oder Mond? Ach, hier sind die ganzen Stöcke. So, jetzt müssen wir mal eben schauen, auf welcher Höhe das Steg endet. Boah, ich hasse das, dass wir diesen Schild in der Hand hatten. Damit komme ich immer nicht klar. Ja, den kann ich auch Hier mal ist wieder in es die Hand nochmal. nehmen. So, wann fangen wir denn jetzt an, damit hier raus eine Insel zu machen? Aber wir brauchen wieder ganz viel Erde, ne? Das wird wieder schön. Wie groß haben wir das gemacht? Ich glaube Diese Fläche? 10, nee, 10 nicht, keine Ahnung. 20, 1, 20 2, oder so. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11? Warum denn 11? Amen. 1, Wie viel hast 2, du gebaut 3, noch? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, habe ich bewusst 11 gemacht, damit wir 22, 25 haben wir dann. Ja, ist doch in Ordnung. Also, 25 Felder. Und davon muss die Mitte In der Mitte liegen, vermutlich. sein. Ich muss mir das eben aufschreiben, damit ich das weiß. Nein, jetzt habe ich die Szene wieder gewechselt. 25. Das wäre die Mitte. Das mache ich jetzt mal provisorisch Gestern gerade. war große Eröffnung des Dschungelcamps. Habe ich natürlich nicht geguckt, sondern viel lieber die Rocket Beans mit ihrem Pen and Paper Livestream. Ja, das alte Pen and Paper war voll geil, das neue finde ich nicht mehr so gut. Das ist hier noch ein anderes. Was? Jetzt ein drittes. Ohne die Hauptleute. Ach, Fand ich aber gut. deswegen finde ich das scheiße. Das hast du aber überhaupt nicht gesehen. Ja, aber trotzdem, weißt du? Wenn die Hauptdarsteller schon nicht dabei sind. Das wäre wie ein Fluch. Eins, Das wäre ja wie ein zwei, Fluch der drei, Karibik-Film ohne Captain vier, Jack Sparrow. fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Nee. Oder ein Star Wars-Film ohne Lichtschwert. Und das jetzt so lang, dann hätten wir 12. Ich weiß Hab ich jetzt es eh mitgezählt? Ja, nicht. ne? Das wird schon wieder Nacht. 1, 2, Oh. Bei fünf, Nergo hat es übrigens sieben, übelst krass acht, geschneit. 19, 11, 12. Das sagt da gar nichts drauf. Das Der wird dann aber überhaupt nicht symmetrisch, ist oder? so beschäftigt mit seiner Insel jetzt. Den kannst du jetzt erstmal die nächsten 5 Stunden nicht mehr erreichen. Doch, wir gehen jetzt ins Bett. Wo ist unser Eisen? In der Eisenkiste. Wir haben keine Eisenkiste. Doch, ich habe die doch alle angelegt in der letzten Folge. Da ist sie. Lass mal schlafen. Ich baue nur eine Schaufel. Schlaf jetzt. Boah, die haben jetzt am Schlafen. Ich habe in Minecraft im Multiplayer noch nie so viel geschlafen. Ja, sonst kann ich nicht bauen draußen. Dann kommen Monster, dann werde ich immer Oh. angegriffen. Ist eigentlich im Feld schon irgendwas fertig? Hast du da gesehen? In der Mitte sind die Sachen fertig. Cool, muss ich denn erstmal hingehen Das und. sind aber dann nicht die Kartoffeln, ne? Gut, dann ist das irrelevant. Ich bin immer gespannt, wie lange das heute dauert, bis ich einen Abgang mache. Ja, ich auch. Aber da ist ja der Zaun schon wieder weg von hinter dem Portal.
Ja, schon lange. Ja, müssen wir gleich ändern. 12 plus 1, dann nochmal 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hier ist übrigens eine unterirdische Höhle, die ich hier gerade ausmachen kann. Die kannst du ja so ausmachen. Dann kann ich 25, 1, 2, 3. Eisenspitzhacke. 9, 10, 11, 12. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Stimmt! Jawohl, Nergorix! Nergorix hat es geschafft. So, war die genauso breit, also war die quadratisch, die Insel? Ja, guck doch nur mal nach. Kohle ist immer wieder knapp, ne? Also Kohle mitnehmen. Ne, hier ist sie natürlich nicht 11, sondern 10 lang. Das war bestimmt voll bewusst gemacht von mir. Aber so was von. Also hier ist die 13 Felder breit quasi. Also 10 Kohle in die Richtung und 3 in der Mitte. Okay. Ja, Sandstein kann man auch immer brauchen. So, und haben hier quasi 3 in der Mitte und von dort dann 10. 1. Oh, Eisen! Und dieser komische Stein auch wieder. 10. So, das heißt, bis hier geht die Insel. Das war nicht gewollt. Das passt ja eigentlich ziemlich gut. Nur, dass dann der Steg nicht mehr so weitergehen Toll. Kann, wie er eigentlich sollte. Meine Axt! Nein! So, das Eisen nehmen wir mit. So, ist das jetzt einen zu kurz? Ach, die müssen ja auch alle noch, ne? War das gar nicht richtig, was ich hier gemacht habe. Völlig falsch, was ich hier gemacht habe. Boah, Nergorix, das ist wie Werder Bremen, ey. Alles falsch. Wir verlieren ja sogar ein Testspiel. Danke. Ja, Bein spielt ja gleich noch. Kann auch noch verlieren. Ja, der kann auch sein. Ne, wir gewinnen wieder im Elfmeterschießen. Ja. Der Elfmeterschießen nach 45 Minuten, weil die Bayern-Spieler zu faul sind, länger zu laufen. Ja, das ist auch schon wieder mehr Arbeit hier. Weißt du, das ist schon richtig. Danke. So müsste ja stimmen, hoffentlich. Schon wieder zu wenig Holz gleich. Weil hier in der Mitte muss ja überall Erde hin. Wobei ich glaube, diesen Strang lasse ich da mal so lange. Der Strang. Die neue Filmserie von Sat.1. Das Dschungelcamp ist wieder angegangen bei RTL. Aber das hast du schon erzählt, das interessiert keinen Menschen. Und wenn diese Folge ausgestaltet ist, ist es sowieso schon wieder vorbei. Ja, das kann sein. Aber trotzdem, das ist wichtig, ja. Hat sich eine Arbeitskollegin dafür 2 Wochen Urlaub genommen. Das läuft doch sowieso nur 1 Stunde täglich, oder? Ja, und? Warum nimmt man sich dann Urlaub? Weil das wichtig ist. Es ist sowas wie WM. Ne? Da nehme ich mir auch keinen Urlaub. Gut, ich bin auch Student, aber... Ja, du eben. Du kannst ja sagen, nö, heute gehe ich mal nicht irgendwo hin. Nee, ich schreibe ja jetzt ganz viele Klausuren gerade. Ja, das ist immer eine Ausrede von Studenten. Ich schreibe Klausuren. Okay. In Wirklichkeit macht der Hauptschulabschluss. Das habe ich schon ein paar Jahre hinter mir. Ich glaube, die haben offiziell sogar nie einen Hauptschulabschluss bekommen. Oh, was dann? Nur einen erweiterten Realschulabschluss. Ja, aber den Hauptschulabschluss hätten wir beantragen müssen, wenn wir das gewollt hätten. Ein erweiterter Realschulabschluss. Ja, das ist die Qualifikation zur Oberstufe. Gibt es da auch DLC zu? Nein, das ist einfach, dass du wie ein normaler Realschulabschluss, glaube ich, mit irgendeiner Note, dass du zur Oberstufe zugelassen wirst. Ach so. Also so ist es halt in Niedersachsen. Ich weiß halt nicht, wie das im komischen Bayern ist. Ich weiß nicht allerdings auch. 4, 5, 6, 7, 9, 10 muss ich das ja hier noch machen, ne? Mhm. Die gleiche Höhe? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist richtig. Nergert übrigens ist seine Bremer nicht spielen sehen, ja. Der ist nämlich lieber einkaufen gegangen. Mit allen anderen. Ja. Am Samstagnachmittag einkaufen zu gehen. Ich dachte, weil da so viel... es hat ja schon am Anfang geschneit, da ist nur nicht liegen geblieben. Ich dachte, da geht keiner einkaufen, aber falsch gedacht. Da haben ja auch alle Autos oder so. Langweilig. Ja, das liegt nicht am Schnee, da war das Spiel Bremen gegen Braunschweig wieder sowas von langweilig. Ups. Ich bin ein bisschen weit gegangen. Na gut, was machst du denn da? Kein Hakenkreuz bauen hier!
Zack. Wo muss denn aufhören? Da. Hakenkreuz gehört sich nicht. Sagt der Bayer. Ja, bei uns kann man wenigstens nach zweimal nach Auto fahren. Danke. Weil Bayern eine andere Gesetzgebung hat. Ja. Ah ja. So. Oh, passt schon. So, jetzt müssen wir mal eben überlegen. Sind die Felder zu klein, wenn ich hier einen Dreierrahmen mache? Ja, ne? Machen wir jeweils einen Einerrahmen. Ich kann gerade nicht gucken, ich bin gerade am Ausebenen der Insel. Machst du toll, Sarah. So, aber die Truhe nervt mich dann noch. Wollt ihr jetzt vier verschiedene Ställe haben, quasi? So klein? Da ist er, da werden wir aber noch Mail kriegen, ne? Das ist völlig egal, wir brauchen ja nicht so viele Tiere. Da werden wir noch Mail von der Dingens hier kriegen, von der Peter. Ich habe in den ersten Folgen so viel Kühe getötet, das ist sowieso schon egal. Der Zug ist abgefahren. Ja, don't underestimate the Peter. So, ich habe drei, 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder keine Erde. Ich habe über 6 Stacks Sand. Das hilft uns wenig, wir brauchen Erde. Und eigentlich brauchen wir sogar Rasen. Es gibt extra Blöcke für Rasen? Ja, natürlich. Kannst aber nur mit Silk Touch abbauen. Und du musst halt den Weg, dass das natürlich dahin wachsen kann, machen. Haben wir noch Erde? Bist du gerade zu Hause? Kannst du mal gucken, ob wir noch Erde haben? Wo ist denn die Dreckkiste? Da ist die Dreckkiste. Ja, wir haben noch 18 Erde. Ja, das reicht ja nie im Leben. Aber meine Schaufel reicht auch nie im Leben. Habe ich Eisen dabei? Und ich habe Eisen und eine Workbench dabei. So wie in unseren Höhlentouren immer. Ja. Ja, die spannendste Folge hier. Erde abbauen, Insel bauen. Ja, kenne ich. Aber irgendwie. Das muss sein. Kenne ich irgendwie. Zarok will ja nicht zum Enderdrachen durchrushen, also... Ja, das stimmt allerdings. Nergo will zum Enderdrachen durchrushen. Nein. Wir wollen in ein paar Folgen werden wir mal noch zum Tempel suchen. Du hast gesagt, nee, du hast gesagt, direkt am Anfang hast du gesagt, ja, ich will den Tempel suchen. Nein. Wenn die Insel gebaut ist, wird ein Tempel gesucht. Das ist aber noch ein paar Folgen hin. Ach, wir müssen diese Inseln auch bevölkern. Also ich wollte nicht nur die Insel bauen, sondern die auch bevölkern. Zumindest so ein bisschen. Ich habe mal den ganzen Sand in die Ofen geballert. Lass mal ein bisschen Sand übrig. Vielleicht brauchen wir irgendwann nochmal Sand. Als hätten wir hier am Meer nicht genug Sand. Ja, trotzdem. Da muss man die immer abbauen. Ich muss auch ständig Erde abbauen. Ja, dann nimm doch einfach mal ein bisschen mehr Erde mit. Ja, dann muss es trotzdem abbauen. Das ändert da ja nichts dran. Du machst das ja nicht. Nee, warum auch? Du baust ja immer nur Sand ab. Für Glas. Ja. Braucht denn schon Glas? Man braucht noch keine Fenster. Das nennt man Arbeitseinteilung, ja? So. Spannendes Erde abgebauer. Ich denke, ich werde die Schaufel hier mal noch kaputt machen, dann reicht mir das. Oh nein, schwebt dieser Baum in der Luft, das kann ich so nicht zulassen. So sieht's professionell aus. Hüpp. So. Huh? So. Ich habe mal 5 Sand aufgehoben. Ja, das wird uns retten. Ja, vor allem, wenn wir irgendwann Wassertempel sind und was aushöhlen müssen. Brauchen bestimmt später auch Glasfläschchen fürs Brauen, weil vielleicht brauchen du wir Du willst mal ja brauen, ja? Dann müssen wir Gonrill anrufen. Ja, der kann das. Aber ich habe die Punkte auch geholt fürs Brauen. Was immer noch nicht ausgestrahlt ist, weil Zarok zu faul ist, das Ganze zu schneiden und sich jetzt wieder mit Sebi rausredet. Der ist die Punkte, hä? Ach so, wegen Quiz. Ja, er hat mir einfach die Facecam noch nicht eingeschickt. Ja, ja. Ich war schon am Überlegen, ob ich einfach ein Foto von Ugly People nehme. Ja, mach doch einfach ein Foto vom Salzstreuer oder so, oder... oder lass es weg, Grundrill hat doch auch kein Foto. So, Zarok, diese Erdklumpen hier sind bewusst da, ja? Also bitte da lassen. Ich mach grad einen Baum weg. Baumbart nennen mich alle. Ich bin ein Ent. Der den Film hat Nergorix bestimmt auch wieder nicht gesehen. Natürlich hab ich den Film gesehen. Ich hab sogar die Bücher gelesen, aber die waren schrecklich langweilig. Ja, die Bücher sind generell langweilig. Nein, das stimmt so nun nicht. Das ist absolut korrekte Aussage von mir. Aber ich finde die Bücher, also die haben mir nicht so gefallen. Ja, ist halt so, wenn es zu einem Buch einen Film gibt, dann ist das Buch einfach irrelevant. Das stimmt nun absolut nicht. Ich baue allerdings auch nicht gerne Filme.
Ja, siehste? Fehlt mir mal meine Aufmerksamkeitsspanne. Ich kann nur so lange aufmerksam sein, wie ein StarCraft-Match geht. So, wollen wir ins Bett gehen? Länger als ein Cannon Rush halte ich nicht durch. So, ich hab letztens gecannonrushed, Junge. Das war geil. Er ist einfach rausgegangen. Hat damit bestimmt verloren, aber er ist einfach rausgegangen. Ja, würde ich. Dann ist aber eine gute Taktik. Er ist einfach rausgegangen, wenn jemand Bullshit. Boah, wie viel Erde man einfach braucht. Ich habe schon wieder 4 Stacks verbraucht, nur für ein Viertel dieses Feldes. Du sparst doch immer extrem an Erde. Nimm halt einfach mal mehr mit. Ich muss erst abbauen. Ich hätte gehofft, es reicht. Wollen wir jetzt ins Bett gehen oder lass wollen wir uns Baum noch bekämpfen lassen? Lass mich den Baum noch komplett abbauen, sonst vergesse ich das wieder. So, ich glaube. Ja, dann kommen wir gleich die Monster. Also Schisse damit. So, ich kann die wohl besiegen, nur wenn Creeper explodiert, ist ziemlich scheiße. So, ja, den müssen wir kontrolliert sprengen. Ich glaube, das war's mit dem. Ja, Problem. Aber kontrolliert sprengen auf so einer Insel, die nur ein Feld dick ist. Ein bisschen blöd. Da ist ein Karate-Zombie. Ne, das ist ein Skelett. Sehr lecker. Ja, ne? Oh ja, wenn ich richtig rechne, ist hier übernächste Woche ja der große Showdown. SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Nein, der war doch schon lange. Ja, der kommt aber nochmal. Nee. Warum sollte er nochmal kommen? Also nächstes Jahr. Weil Rückrunde. Es ist aber die Rückrunde dann. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Aber das war ja schon vor bestimmt 2 Wochen. Nee, ja, das kann 4 auch Wochen. Sein. Kann ich währenddessen... Damals, als Bremen so toll gewonnen hat. Mit 0-5 und sich trotzdem als Gewinner sehen. 5-0. Wonach dann der Trainer von Bayern, dessen Name ich gerade nicht mal kenne, entlassen wurde. Ja. Ja, das ist aber auch richtig. Gegen Bremen verlieren, das ist ja... Ja, nachdem sie mich zuvor schon gegen Freiburg verloren haben und den Rückrundenstart völlig verpatzt haben. Er kann bei diesem Trainer absolut passieren. Der hat ja noch eine Schaufel. Der Trainer? Der Trainer hat auch eine Schaufel, bestimmt. Wenn du dir als Bayern-Trainer keine Schaufel leisten kannst, dann weiß ich auch nicht. Ich bin überall Monster rum, wenn ich Erde abbauen will. Das ist ja vielleicht nervig. Ah, Mann. Und es leckt schon wieder. Ich brauche gar Kartoffeln. Ja. Da habe ich jetzt ein paar Pfeile, mit denen ich Zauber abschließen kann. Jetzt fangen hier die Glocken wieder an. Jawohl! Creeper, spring nicht mehr kontrolliert. Ach nee, dann bekomme ich keinen. Komm ich dann Erde, wenn er sich sprengt? Weiß ich nicht, probier das aus. Ist das ein Enderman? Da ist ein Enderman! Enderman, ja. Ja, er hat Erde gedroppt. Das war doch mal eine. Da ist ein Enderman! Ja. Manne weg! Aber tagsüber den zu töten ist immer schwierig. Warum? Weil die sich dann manchmal unkontrolliert wegporten. Das machen die doch auch in der Nacht. Ja, aber anders. So, ich habe eine Enderperle. Oh, Creeper. Da ist auch noch ein Enderman. Wie viele Endermen sind denn hier gespawnt? So, Creeper, spreng ich mal. Danke. So, jetzt sieht das hier sehr, sehr natürlich aus. Das wird für alles wieder repariert, ne? Ja, kannst du ja machen. Ja, ich. Ich bin ja nur der Bauer, ja? Boah, ist das nervig mit diesen Glocken. Süßer die Glocke, nie klingen. Weihnachten ist schon so lange vorbei, Zauber. Aber da kommt bestimmt auch mal wieder. Ja, in 10 Monaten. Nee, nicht mal mehr wahrscheinlich. Ich glaube, wir sind schon im März. Wir sind schon im Weihnachten. Weihnachten ist einfach eine schöne Zeit, ne? Ohne Schnee. Ja, jetzt liegt Schnee. Aber es schneit, glaube ich, gerade immer noch, aber es ist wieder leicht weg. Aber das ist eine gute Schneie. Habe ich das so weit mehr gebaut? Ganz ehrlich, ich habe mal unseren Kartoffelvorrat hart aufgestockt, also vom Feld zu der Feld. Das ist gut, aber ich brauche gleich, glaube ich, welche um... Nee, ich brauche Karotten erstmal. Ja, da müssten auch welche fertig sein, ja. Das Schweinchen hier. Du hast doch 87.000 Zauntore gebaut, oder? Die können jetzt zum Einsatz kommen. Willst du alles mit Zauntoren auskleistern, oder was? Nein, aber wir brauchen auf jeden Fall ein paar Zauntore für die Tiere. Ja, yeah, die sind im Holzkramszeugs. Oh, das waren Birkenzäune, ne? Wie der ganze Zaun hier außenrum. So, gut. Restlichen Kartoffeln bitte in den Ofen schieben. Da will auch mal wieder was zu fressi. Wir brauchen übrigens dringend ein Dach, wenn ich mir das ansehe. Ja, das habe ich letzten 3 Folgen schon gesagt, aber ja, dann bau doch mal ein Dach. Das ist ein Skelett, das ist im Wasser. Bau mal ein Dach, Zarok, wenn ich diese Insel mache und gleich in mühevoller Kleinarbeit auch noch Tiere suche. Das ist immer das Nervigste, was man machen kann in Minecraft. Tiere suchen. Meinst du?
Weil die kommen dann immer nicht mit, wie man will. Die haben ja noch keine Leine gefunden, oder? Sonst könnten wir die vielleicht mit der Leine holen. Ich habe noch nicht mal 4 Stacks Erde abgebaut. Ich habe das Gefühl, ich baue den ganzen Tag nur Erde ab. So, hier will ich den jetzt eigentlich nicht in die Luft jagen. Wo ist der denn? Aber wahrscheinlich ist passiert das trotzdem. Ne? Nee. Mich juckt es ein bisschen an der Nase, muss ich sagen. Ich habe die Kartoffeln mal reingeworfen. Ne, alle natürlich nicht. Oh, wie lange diese Glocken noch einfach. Ja, das sind halt gute Glocken. Glocken. Und da hinten ist die Truhe Kram Kram TM. Ja, haben wir denn irgendwo Seide? Dann können wir uns. Ich hab das ja alles wir noch können das noch eine Leine bauen, oder? Es ist überhaupt nicht so, dass ich dabei die Aufnahme verloren hätte, beziehungsweise dass sie da kaputt gegangen wäre oder so. Nein, das habe ich bewusst gecuttet. Ja, das wäre ja schlimm euch, gewesen, wenn diese Aufnahme kaputt gegangen wäre. Wo kommt denn Sand hin? Haben wir eine Sandkiste? Ja, wir haben eine Sandkiste. Da ist auch, glaube ich, Glas drin. Und sowas. Alles, was irgendwie mit Sand zu tun hat, ist da drin. Gemüse, Sand, Sand. Sand, das Schärfe. Warum habe ich denn so viel Sand abgebaut, wo wir so viel Sand haben? Ich habe noch ein bisschen Erde im Inventar. Ich leg mal die 3 Erde ab, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt keine Erde. Nein, du bleibst jetzt da und farmst Erde weiter. Ja, ich bin schon lange weg am Erdefarmen. Vom Erdefarmen. Bam, bam. Jetzt brauche ich ein bisschen Erde. Ich gebe dir nicht meine Erde. Ja, nee, die hast du dir so mühevoll zusammenge... Ja. So. Ich weiß auch noch nicht, ob ich genug Erde habe. Du hast doch, warst doch gerade eine Stunde weg hier. Ja, weil man braucht extrem viel Erde hier. Jetzt bin ich runtergefallen. Da hat sich der Stift hier ja voll gelohnt. Ich bin auch noch nicht so ganz im Minecraft-Flow, muss ich sagen. Ich war ja eher auf... Ich weiß nur, ich das war eher auf Starcraft gefasst, aber... Nein. Nee, ich hatte Lust auf Minecraft. Starcraft habe ich heute schon aufgenommen. Hat jetzt keinen Bock mehr auf Starcraft. Der macht jetzt was anderes. Nee, ich habe heute schon 10 Folgen Starcraft aufgenommen. Der macht jetzt Shooter und so. Kurz. Auf gar keinen Fall. Mal was mit Action. Remake Leipzig hat ja wieder kein StarCraft dieses Jahr. What? Das fand ich sehr schade. Was? Remake Leipzig hat dieses Jahr kein StarCraft gehabt. Oder immer noch nicht. Ja, dafür haben sie doch Peetsmeet. Haben sie auch nicht, ne? Haben sie auch nicht. Und keine Rocket Beans. Die haben nur CSGO. Ja, kann man mal machen. So, jetzt muss hier nur noch Gras wachsen über die Sache. Ja, man muss aber auch ehrlich zugeben, StarCraft zieht halt nicht mehr so wie früher, ne? Ja, vor allen Dingen ist parallel ein anderes Event. WESG ist ja gerade, wie wir wissen. Ja. Mit Showtime im Halbfinale. Showtime im Halbfinale. Also war vor 3 Monaten. Die Pflaume, die gegen den Koreaner bestimmt verlieren wird. Gegen Maro spielt er jetzt im Halbfinale. Muss er gewinnen. Beziehungsweise muss er gewinnen, sonst wird er transferiert zu, keine Ahnung. Das glaube ich nicht. Er hat übrigens sein Team letztens schon gewechselt. Weil Millennium ja sich aufgelöst hat. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil StarCraft nicht mehr. Wie hast du es gerade gesagt? Der zieht nicht mehr so. Genau. Das ist ja auch die Wahrheit. Eigentlich gehofft. Wie viele Level braucht man denn wohl, um auf Switch starten zu können? Da wäre ich mir nicht mal so sicher. Silk Touch ist, glaube ich, nicht so wie Infinity oder so. Da wäre Silk Touch. 21 bräuchte ich und muss 2 zahlen. Ja, das machen wir. 21 brauche ich und muss 2 zahlen, alles klar. Ja, so ist das inzwischen. Man muss nicht mehr die Level alle ausgeben, sondern nur. Alter, wie oft ich hier im Block schon links daneben gesagt habe. Wann ist denn. Übrigens, so, nächsten Donnerstag ist hier Formel 1 Aufnahme, ne? Da wollte ich nur noch mal sagen, da haben wir nämlich. Na, ja, könnte sein, dass da es haben wir einen Termin abgemacht, ist, aber. Ja.
Hat auch jeder mitgekriegt. Anfang April. Ich glaube, so spät ist die Folge noch nicht. Ich glaube, diese Folge sollte eigentlich Anfang März kommen. Naja, am Donnerstag ist der Aufnahmetermin, haben wir gesagt, ne? 2. April. Ja, am 5. April, glaube ich. Am 6. irgendwann dann. Wir müssen den jetzt schon wieder nicht mal. An dem Donnerstag halt. Ich hab dir das per YouTube-Nachricht geschickt. Dann haben wir wieder alle keine Zeit. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen Erde reinsetzen. Der keine Zeit, dann muss Nergorix seinen Hauptschulabschluss nachreichen. Schön was zu tun hier. Okay. Oh, guck, der Bau der Erde an. Das reicht aber nicht. Da sind Löcher drin. Ja, die sind bewusst drin. Hab ich ja gerade reingemacht. Drin, diese Löcher. Damit ich da jetzt gleich Grasblöcke reinsetzen kann. So, ich habe hier gerade Grasblöcke abgebaut in meiner Sick-Touch. Sinnvoll. Schaufel. Ich muss noch eine neue Schaufel machen. Nee, nicht Axt ist das. Ne, Axt ist das. Zack, zack. Hast du kein Holz dabei, um dir eine Workbench zu machen? Du hast doch gerade Holz abgebaut. Hab ich schon verbaut. Ich hau mir mal so ein Steak. Ja, unvorbereitet, wie immer der Zahlrock. So, wir haben also jetzt hier bald eine Grasinsel. Bald, Hashtag Lernfunk, aber bald. Sollte jetzt gehen. Ich werde jetzt dann demnächst die Zäune setzen. Das war's aber erstmal für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts in der nächsten Folge. Das ist ein abruptes Ende, wenn ihr von mir. Da wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Find ich gut. Macht's gut. Tschüss.